Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus und heute geht es um dieses schöne Tier. Hier haben wir den Phönix von Dumbledore. Mit 606 Teilen von der Firma Dagaio mit der Nummer 99917. Das gute Stück hat sicherlich sehr viel Kloneigenschaften. Zum Falx von Dumbledores Phönix von Lego mit der Nummer 76.394 mit 597 Teilen. Aber das tut dem Guten ja keinen Abbruch. Ich habe das gute Stück gebaut. Das war schönes Bauen. Ich hatte ein Fehlteil und zwar habe ich einmal eine 1x3 Fliese übrig. Und dafür fehlt mir hier oben ein kleines Horn. Das hoffe ich, dass ich das in meinem Fundus irgendwie nachfüllen kann. Nicht dabei war ein Teiletrenner. Ich habe einen eigenen benutzt und den habe ich dann auch zerstört. So, wir gehen zu der klammergebundenen Anleitung, die Schwarz in Schwarzes, also nichts weiter drauf steht. Wir haben 46 Seiten mit insgesamt 143 Bauschritten. Wir haben die Bauschritte so, dass das, was gebaut worden ist, ausgegraut ist und das, was gebaut wird, in Vollfarbe dargestellt wird. Das Bauen war dementsprechend relativ gut und einfach. Ja, was ist zu diesem guten Stück zu sagen? Zum einen, ich zeige es euch gleich, haben wir hier unten einen kleinen Dumbledore. Daneben haben wir kleinen Fox. Wir haben hier ein Print. Und wir haben hier links und rechts ein Print. Das war's. Es gibt keine Aufkleber, es gibt keine weiteren Prints. Das hier unten kann man wunderbar abnehmen. Ja. Das ist Dumbledore mit Prinz drauf plus einen kleinen Fax. Von hinten sieht man jetzt in den langen Haaren nicht, hat er auch Prinz und er hat auch ein Wechselgesicht. Das heißt, man kann das Gesicht einmal drehen. Ist ganz nett gemacht und setzen wir da hier oben drauf und hoffe ich, dass ich noch bleibt, gleich noch ein bisschen größer zeigen kann. So. Eigentlich ist er relativ stabil. So, jetzt zeige ich euch das gute Stück mal. Ja. So, wie gesagt, unten seht ihr den Print. So, von der Seite. So, von der anderen Seite. So, von hinten. So, ich habe etwas unter. Es ist wirklich ein sehr schönes, massiv gebautes Teil, was mir sehr gut gefällt. Es hat Technikelemente mit verbaut, was sicherlich gerade so in dem Bereich hier Stabilität bringt. So.
Und wir haben sogar eine Funktion. Und diese Funktion möchte ich euch jetzt mal vorführen. Wir haben hier hinten links und rechts gleich ein Rad. Und jetzt achtet auf die Flügel. Ja. Richtig gut, oder? Wir können die Flügel auch, ich sag mal, so zum Beispiel hinstellen. Ja. Ganz wie man möchte, quasi. Hier unten, das sind, ja, ich sag mal, guldige Steine. Ich weiß nicht genau, wie man. Black Gold, ich weiß nicht, wie es man es genau nennt. Hier an der Seite, das kann man sich ganz schön einstellen. Es ist ein wunderschönes Vitrinenmodell, was halt eine gewisse Funktion hat. Die Steinequalität ist gut. Es gibt keine Farbabweichung. Alles, was hier farblich leicht verändert ist, ist Absicht. Also. Wir haben hier keine sichtbaren blauen Pins. Da sind ein paar blaue Pins bei, aber die sieht man nicht. Und die Angustpunkte sind alles wunderbar. Klein, wunderschön. Also ich bin voll und ganz damit zufrieden und jetzt messe ich das Stück mal. Lassen Sie jetzt mal in dieser Position. Ich muss aber auch mal von der Position. Wir haben hier jetzt eine Flügelspannweite von rund 33 cm. Wir kommen auf eine Höhe jetzt von 19,5. Und wir haben eine Tiefe von rund 28 cm. Jetzt drehen wir es uns mal nach unten. So. Jetzt kommen wir auf eine Breite weiter. Also 28,5 cm. Höhe sind wir jetzt. Ich den jetzt noch so mache, so auf 19 cm. Es war wirklich ein sehr entspanntes und schönes Bauen. Die Funktion ist schön. Wie gesagt, ich bin jetzt so machen. Ich hätte mir diesen Vogel ausgesucht, ohne zu wissen, dass es ihn von Lego gibt. Nacheinander hat es rausgekommen. Alles klar. So, das war es soweit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten drunter. Ein Abo ist auch kostenlos. Ich möchte euch einen schönen Gruß aus Ruhrpott bestellen und sage, ich bin der Markus und ich wünsche euch. Gut.